Ich bin heute in Berlin-Wedding und heute gibt es eine Demonstration von der Identitären Bewegung. Es ist eine Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und was mich heute interessieren würde, warum sind die Leute heute hier in Wedding? Ich will mein Vaterland erhalten. Wir wollen, dass jedes Land, jede Kultur, jedes Volk wieder in seine ursprüngliche Heimat zurückkehrt. So wie wir hier alle Deutsche sind. Wir repräsentieren es mit unserem Äußeren, mit unseren Werten, mit unserer Mentalität, mit unserer Kultur. Mich stört diese Islamisierung und die Untermischung und dass das Volk immer mehr in Vergessenheit gerät. Der Deutsche, wenn er nicht mit anderen zusammen war, ist blond, ist hell, ist zum Teil blauäugig. So wie ich. So wie Sie. Bin ich für Sie deutsch? Sie sind ein Mensch, der in der Mentalität, in der Religion deutsch sein könnte. Sie können jedoch nie ideal integriert sein. Ja, jetzt gehe ich auf die Straße, um hier gegen die ganze Scheiße zu demonstrieren. Aber deswegen bin ich rechtsradikal, ich bin kein Rechtsextremist und ich bin auch bestimmt kein Nazi, wie ich auch bestimmt wäre, oder? Ja, ganz genau. Denn nur, weil ich alle Ausländer scheiße finde, mich für Rassentrennung einsetze, einer rechtsradikalen Gruppierung angehöre und tue und sage, was Nazis sagen, bin ich noch lange kein Nazi. Höchstens ein Neonazi. Oder Nazi-Azubi. Nazubi. Aber doch kein Nazi. Ah, richtig. Mich stören auch nicht die vielen Ausländer an sich hier in unserem von allen guten Geistern vergessenen Volk, sondern nur die aus dem Ausland kommen. Oh. Aber nicht wieder freiwillig dahin zurückgehen und hier immer alles untermischen. So sogar mich, wenn ich einen getrunken das haben stimmt. Und nicht aufpassen. Und deswegen sind wir dafür, nur ideal integrierte Ausländer aus dem Inland in unser Land zu lassen. Beziehungsweise drin zu behalten, die sich nach unserem Vorbild ausrichten. So wie wir das repräsentationieren. Mit unserem hässlichen Äußeren und noch hässlicheren Inneren. Den Leberwerten, mit unserer ureigensten Identität und unserer Pseudokultur. So wie andere verkloppen, Fernsehen. Und scheiße drauf sein. Der Deutsche! Also wenn die Mutter nicht mit irgend so einem knackigen Latino oder sowas rumgebumst hat, ist meistens blau, auch äugig, ja, hell, hirnig, sportlich, jung und blond. Oder so wie ich, also klein und dick, außen grau, innen braun und Licht aus im Oberstübchen. So ein ist der Land, Deutsche. Ein Land ist wie ein Kuchen. Da kann man auch nicht einfach alles untermischen und islamisieren. Also wenn ich einen Eierkuchen mache, dann kommen da auch nur Eier rein. Und jetzt kein Mehl oder Zucker oder Flüchtlinge oder sowas. Oder zum Beispiel in einen Negerkuss. Da braucht man nur... Nee, Moment, ein Zigeunerschnitzel. Also ich habe jetzt Ihnen gar nicht zugehört, aber ja. Das stimmt alles. Jawohl! Es gibt keine ideal integrierten Ausländer. Nee. Auch wenn sie einen super Schulabschluss haben, herzensgut und schlau und nett sind und fehlerfrei Deutsch sprechen tun können. Denn dann haben sie absolut gar nichts mit einem echten Deutschen wie mir gemeinsam am haben. Nichts, gar nichts. Diese elitären Angeber, die ja, alle... Ja, ein echter Deutscher, der hat einen schicken Scheitel, ist kurzbärtig, eineich und Österreicher. So, das weiß ich noch von meinen Eltern. Die waren beide stolze Trümmerfrauen und haben den Zweiten Weltkrieg genossen. Ja, auch wenn nicht alles gut war. Das muss man auch mal sagen dürfen. Ja, also mich stört, dass ich immer vergesse, was ich sagen wollte. Ja. Aber ich glaube, das liegt vor allem an der islamischen Übermischung und meiner persönlichen Untervögelung. Das macht die Laune ja auch nicht gerade besser. Und wenn hier nicht so viele Asylantenflüchtlinge wären, die uns die ganze Intelligenz wegatmen, wäre ich bestimmt auch schlauer und könnte einen Doktor machen und müsste nicht Nazi werden. Ganz genau, wenn es auf der ganzen Welt nur Deutsche gäbe. Dann hätten wir auch nichts gegen Ausländer. Da haben die doch alle selber Schuld dran, ne? Ja, so ist es. Nur durch eure Existenz macht ihr uns zu schlechten Menschen. Pfui! Wie schäbig!